Hallo und willkommen zurück im Haugenland. Ich sitze hier mit Kotzpupe. Jetzt gerade mal ein bisschen die Karte angeguckt, wo wir dann irgendwann mal einen Flughafen hinbauen. Vielleicht sogar schneller als die in Berlin. Und jetzt, oh ja, ich bin zu Hause. Da wollte ich aber gar nicht hin eigentlich. Ich habe nämlich auch heute noch mal ein bisschen im Netz geguckt, um die Funktionsweise der Gerätschaft hier mal gescheit zu gestalten. Langsam stottern. So. Das Ding kommt weg. Eigentlich kommen die jetzt alle erstmal wieder weg. Wie ich das ja gestern auch schon mal ausprobiert hatte. Lass mich durch. Komisch, dabei hatte es bisher eigentlich immer funktioniert. Ja. Und die auch noch mal weg. Das sind einmal Redstone-Fackeln, die Lapis-Fackeln befeuern, die dann quasi den Rahmen der Quarry definieren. Deswegen kann man dann solche Rahmen bauen. Ja, so sieht das dann aus. Zack. Jetzt noch eine da unten. Zack. Dann kommt hier noch eine hin. Und dann kommt hier noch eine hin. So. Jetzt haben wir einen schicken roten Rahmen. Und da setzen wir unsere Quarry mal dran. Und Amy, this quarry will keep 25 chunks loaded. Na, dann zeig mal, was du kannst. Können wir die ganze Sache noch mal ein bisschen beschleunigen. Und jetzt läuft es. Das ist sensationell. Habe ich hier gestern eine halbe Stunde rumgekaspert. Macht er auch von ganz alleine. Tja, das ist ja nett. Und langsam muss ich ja mal wieder gucken, was die Kiste macht.
kommt dann alles da runter, geht hier rum, macht hier so eine kleine Rundreise. Ja. Sieht danach aus, als wenn die ganzen Ressourcen, die in den Rohren waren, erstmal verschütt gegangen sind, als ich mich hier ausgelockt habe. Und wieder 24. Geil. Pack ich mir mal da rein. Oder? Nee, falscher Rucksack. Da rein. Der füllt sich auch schon wieder. Schon wieder voll mit Maystone. Muss ich erst mal abladen gehen. Über die Hühnchen hier wieder. Oh, Kiste voll. Das ist doof. Hier ist noch Platz. Ich glaube, mit einem werde ich da nicht hinkommen. Nee, das scheint wohl ein doch etwas größeres Gewässer gewesen zu sein. Obwohl, das geht ja schon. Ach, das ist doch vergeblich hier.
Der Hirsch hat auch schon aufgegeben. Oh, was haben wir denn da? Ja. Pfeffer, Pilze. Riecht das hier auch langsam mal voll. Millions of Peaches. Oh, ne, nicht singen. Ja, ist jetzt wieder. Geh mal pflichtig oder so. Außerdem kann ich nicht singen. Schon wieder voll. Blauen Saphir. Tja, das gesamte Nikolait, das kann ich eigentlich auch mal mitnehmen. Viel mehr wird ja jetzt auch nicht nachkommen, indem ich das in den Recycler umgeleitet habe. 10 Kupfer ist ein bisschen mager. Ja, erstmal wieder zurück. Weil die Hühnchen hier. Auch keine Verwendung für gehabt für das Nikolait. So, was man damit machen kann. Nikolait. Außer jetzt da im Ofen. Blue Electric Kabel. Wahrscheinlich nur, wenn ich mich auslogge. Dann fallen die Dinger aus den Piepen. Saut's da wenigstens nicht rum. Oh, da ist. Da ist Lava. Das sollte ich vielleicht noch löschen.
Eine wirklich interessante Konstruktion. Aber wie ich gelernt habe, ich brauche nur eine Reihe setzen. Ob die Blätter dann auch in der Kiste landen? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber Saplings. Ja, so gefällt mir das. Das gefällt mir jetzt nicht, dass es regnet. Wow! Ich glaube, es hackt. Wo kommt der auf einmal her? Zum Glück regnet's. Fieses Biest. Nicht sehr spannend, aber hocheffizient. Volle. Das geht schon. Ist auch voll. Prächtig. Hallo X-Zocker. 3547. Ich soll dich erwähnen. Dann tue ich das auch mal. Ich habe ja eh allgemein wenig Gesprächsstoff heute. Bin auch ein wenig matschig. Ist halt Sonntag. Vielleicht sollte ich mir noch ein Konterbier trinken nachher. Oh, das ist ein One. Hat er ja noch eine Idee. Wie wir das Twilight als Mappe darstellen können.
Schon wieder Liverroot. Auch kein Mensch. Findet er nicht so wichtig? Aber ich eigentlich schon. Oh! Stopfen wir halt da rein. Leiche. Das kann ich ja mal mitnehmen. Den Beacon noch nicht. Den könnten wir uns ja eigentlich mal angucken. Da ist er. Das ist ein Beacon. Strahlen in den Himmel. Wie du siehst, kann man das von weit weg sehen. Wo mag der denn gehen? Ist ja oberhalb der Baugrenze sogar. Ah. Plupp, weg ist er. Nicht schlecht. Ja, dann mache ich das doch mal. Thank you.
regnet hier auch wieder, ey. Kann nicht wahr sein. Das sagst du mal so einfach. Das habe ich schon überall ausgestellt, wo es eigentlich geht. Aber trotzdem. Tja, und da schneit's noch. Der war natürlich der schönen einer. Zack. Mit Dispenser sogar. Aber leider keine Start Rail. So, es war nachts, aber jetzt scheint trotzdem die Sonne. Aber abends viel mehr. Ja, und im Beacon kann man auch schön von weiter weg sehen. So ein bisschen was 20th Century Fox-mäßiges. An der Lok. Oh nein, nicht da runter! Auch ganz merkwürdig. Nein! Ich werde noch mal im Zirkus gucken gehen, ob das Auto da noch steht. Da steht's noch.
So. Tja, Fuel ist voll. Achso, wir fahren ja schon. Ich habe den Unterschied kaum erkannt. Naja. Also Geschwindigkeit geht anders. Vor allen Dingen, ich habe die von 1.0 auf 8.0 hochgedreht. Also Flugzeuge fliegen mit 3.0. Das Ding sollte abgehen wie Sau. Und stattdessen fährt es wie Oma ihr Rollator. Machen wir einfach mal gnadenlos hinten aus dem Stadion raus. So. Oh. Entweder ist da ein Stoßdämpfer defekt oder die Karre will nicht auf diesen Stein fahren. Oh, da muss ich noch eine Ecke reinsetzen. Muss ich bei Gelegenheit mal dran denken. Oh. Nicht, dass mich hier noch die Bienen aus der Bahn werfen. Interessant wäre natürlich, ob man hier wirklich mit mehreren Leuten dann drin fahren könnte. Einfach mal raus. Bisschen direkt geradeaus nach Hause. Er kann Twitch nicht öffnen. Verstehe ich nicht. Ach so, das geht jetzt hier nicht. Mit Fullspeed um die Kurve rum. Oh. Gnadenlos die. Oh yeah, baby. Oh, 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 oh. Wieder mit Carshakern unterwegs. Bin ich echt zu Fuß schneller unterwegs. In galaktischen Gummihosen läuft das. Da? Ja. Ist jetzt im Inventar. Jawohl. Netagig. Schreibt er jetzt hier? So, jetzt nicht mehr. Achso. Wieso? Wieso kannst du das nicht öffnen?
Ich weiß nicht, worauf er hinaus will. In der Version kann ja auch noch gar kein Twitch implementiert sein. Ist ja 1.4.7. Seite? Verstehe ich nicht. Die Startseite kommt kurz, dann nur noch ein weißes Bild. Vielleicht ja sein Flashplayer. Man weiß es nicht. Und ihr werdet es auch jetzt nicht erfahren. Denn für heute ist an dieser Stelle mal genug. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Und damit möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Im Slide oben findet ihr die Playlist, falls ihr die Videos noch nicht kennt. Ihr könnt gerne den Andy drücken, um meinen Kanal zu abonnieren, um kein Video zu verpassen. Und mit den nötigen Tools unter dem Video könnt ihr das Video gerne teilen, kommentieren und favorisieren. Bis dann, macht's gut.